Umar ibn Khattab, er ruft die Muslime, er sagt, ja, ayyuhan nas, oh ihr Menschen, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, rechnet mit euch selbst ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und dann, wa anna al-umra in lam yustadrak adrakahu al-faut. Und wenn du dein Leben nicht in irgendeiner Weise versuchst, sozusagen einzuholen, das irgendwie zu nutzen, adrakahu al-faut, was wird dann passieren? Dann ist es vorüber. Dann wird der Faut, das heißt, dass es vorüber ist, sich einholen. Und jeder, der etwas älter wird, merkt das. Mit jedem Tag, wo man älter wird, merkt man, subhanallah, diese Tage und diese Monate und die Jahre vergehen so schnell. Und man merkt gar nicht, wie schnell man älter geworden ist, ohne dass man wirklich das Ziel erreicht hat, was man sich zum Ziel gemacht hat in seinem Leben. Jeden Tag, wo du atmest, ja, bist du deinem Grab einen Schritt näher. Jede Sekunde, die vergeht, bringt dich deinem Ziel unter der Erde näher. Ohne dass du es merkst. Wir freuen uns darüber, dass wir Geburtstag haben. Dass wir älter geworden sind. Aber eigentlich müssten wir weinen. Weil wir wissen, ein Jahr ist vorübergegangen. Und Allahu a'lam, wie viele Jahre ich habe. Hat Allah Ta'ala für mich 40 Jahre vorgesehen? 50 Jahre? 60? Ich weiß es nicht. Und dementsprechend, jeder Tag, der vergeht, bringt dich deinem Ziel, nämlich deinem eigentlichen Wohnsitz unter der Erde näher. Und deswegen sollte man sich Gedanken machen, bevor der Zug abgefahren ist. Bevor es zu spät ist, mach dir jetzt Gedanken. Jetzt hast du die Möglichkeit. Wie viele Menschen gibt es, die viel zu spät auf die Idee kommen, sich Gedanken über ihr Leben zu machen? Und das bereuen im Endeffekt. Wenn sie 60, 70 Jahre alt geworden sind und dann Allah es ihnen ermöglicht hat, die Hajj zu machen. Man erlebt das immer wieder, wenn Leute auf der Hajj sind und sagen, mein Gott, was habe ich bloß getan mein Leben lang? Ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Für nichts und wieder nichts. Ich habe nichts mitgenommen von diesem Leben. Das Geld, was ich mal gesammelt hatte, ist alles verloren gegangen. Und selbst wenn ich es habe und jetzt, was habe ich davon? Ich werde nichts mitnehmen können. Und sie merken das dann, nachdem alles schon zu spät ist. Sie merken dann, hätte ich doch meine Kinder lieber mit Koran und Sunna erzogen, als dass es mir die ganze Zeit darum ging, ihnen einfach nur Geld hinterher zu schmeißen. Dann hätte ich jetzt Kinder, die fromm sind. Aber ich habe jetzt die Hajj gemacht, Alhamdulillah, aber meine Kinder kennen nicht einmal den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sind schon erwachsen, haben eigene Kinder. Und wenn sie nicht einmal den Namen des Propheten kennen, was wird dann mit ihren Kindern sein? Es ist vorbei. Khalas, ich kann es sich wieder gut machen. Und deswegen, mach dir darüber Gedanken, bevor der Zug abfährt. Und deswegen jetzt schon anfangen, jetzt etwas tun. Ihr habt noch die Möglichkeit, die meisten von euch, die hier sitzen, haben noch die Möglichkeit, zu jenen zu gehören, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie am jüngsten Tag im Schatten stehen werden. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung seines Herrn aufwächst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu gehören.